Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ, heute mit der Tarnkakteh und dem Markus. Hallöchen. Wir nehmen mal das Vogelscheuchen-Set. Und zwar spielen wir das Ganze heute auf Wunsch eines Abonnenten auf der Map mit der Sonnenblume. Das müsste Treibholzküste sein. Und das ist die Set Vogelscheuche und damit würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel. Jo. Tarnkakteh, das heißt, ich gehe snipen. Ich will auf Tarnkakteh. Zeit können wir allerdings mehr ausrichten. Boah, außer Alter. Ich werde instant von einer Rakete weggehaut. Und ich werde von genau Supremo. Ne, jetzt hat ein Sturmgewehr gekillt. Geil. Ich bin bereit für die Drohnenkriege. Lol, meine sind down. Meine Drohne nicht. Ja, ich schieße und dann ist er weg. Dann geht er weg, ey. Ich hab ihn getötet. So ein 1-3er Headshot. Ich hab ihn gerade getötet, auf den du geschossen hast. Mit meiner Drohne weggeholt. Hab schon jetzt. Ja, den da unten habe ich auch noch geholt. Nice. What? Jetzt capturen die. So eine Kacke. Jo, Leute, ihr müsst in den Garten rein. Was ist denn der Spaß jetzt, der umgammelt? Hier, das ist ein gespawnter Zombie. Nein, jemand anders schießt auf mich. Ja, da oben ist noch einer. Einfach eine Headshot überlegen. Ey, dieser scheiß Gartenstrahl stört. Der Gegner ist jetzt genau hinter diesem Strahl. So, den einen da oben weggeholt. Oh Mann. Den anderen da oben weggeholt. Den da weggeholt und jetzt bin ich tot. Fünf Stück habe ich gerade geholt, Alter. Der Fünfer Serie am Schlüssel gehabt. Oh Mann. So, und wieder Zeit für eine Drohne. Achtung, wichtig. Oh mein Gott. Komm schon, der Typ muss auch mal verrecken. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, stimmt doch, yes. Was da oben. Oh nein, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Tiki Taka Tuki. Habe ich keine Chance im Nahkampf. Vor allem nicht, wenn sich auch noch eine Megakanone von der Seite mit einmischt. Aber ich bin schon wieder dominierend und wir sind zwei weniger. So, Drohne raus. Nur am Verstecken ist der sich, ey. Yep, aber meine Mine hat da drüben nochmal einen Double Kill gemacht. Also unser Team, muss ich schon sagen, hat mal wieder nichts drauf. Oh, ich habe gleich mal nochmal zwei Stück aus dem Grab geholt. Tiki-Taka. Scheiß Rebellion, nur 7, Alter. Nein, 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 da kommt eine Rocket. Boah, Sonnenblume, du bist echt so blöd. Ey, wenn sie seitlich zu mir laufen, treffe ich irgendwie nie.
Ich habe gerade schon wieder eine Sima-Serie am Lauf. Also die Runde bin ich mal verdammt gut. Und diese Sonnenblume liebe ich einfach. Sie hat mir schon so auf den Arsch gerettet. Alter, was denn, Alter? Wer ballt mich denn so ab, ey? Eine Megakanone von da drüben. Der da, nee, der hat gar keine. Der schießt mit Rockets. Ah, gut, ich habe ihn. Ach, das Serie. Okay, ich habe den Teleporter. Sollte. Wenn der das jetzt überlebt hat, dann hackt der Teleporter. Warum gehe ich mit dem Tankkaktus eigentlich immer in den Nahkampf? Ey, das gerade eben muss doch ein Treffer gewesen sein. Ah, meine Kartoffelmine hat schon wieder einen Eimer Zombie weggeholt. Alter, wie viele sind da jetzt im Garten? Warte. Da öffnet mein PC hier. Irgendeine Scheiße im Maul, schnüffelte dann. Ah, hüpft da mal ein Maisanschlag vorbei und tötet mich von hinten. Hä? Hier, falls ihr die Zahl da oben rechts seht, irgendwie zeigt Pflanzlose Zombies jetzt meine FPS oben rechts an. Wie auch immer das PVZ jetzt tut. Das habe ich auch noch nie, glaube ich. Doch, das hatten wir schon mal in der Aufnahme, ne? Das PVZ auf einmal angefangen hat, meine FPS anzuzeigen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hab schon das scheiß Golfstar, verreck. Ey, ich werde hier so zugespammt. Hey, du bist ja gar keine Dings mehr. Nee. Hat nichts mehr geholfen. Irgendwie, ich hab die voll getroffen, aber kein Damage. Ja, das laggt halt mal wieder, so richtig schön. Aber ich krieg dafür von denen gleich umso mehr Damage. Und falls ihr euch wundert, warum die FPS-Zahlen jetzt die ganze Zeit genau bei 30 stehen bleiben, das kommt von selbst wegen der YouTube-Qualität kann ich eh nicht mehr aufnehmen. Und darum lasse ich gleich so. Das ist festgesetzt, ist auf 29,5, glaube ich. 29,7. Deswegen steht einfach die ganze Zeit durchgehend 30 da. Ja. Jetzt ist er natürlich genau über mir da auf so einem Ding gelandet. So, ich werde von zwei Sonnenblumen geheilt. Das ist schon mal sehr schön. Es hat eine Kartoffelmine wieder einen Gegner getötet. Ich habe schon wieder eine Dreier-Serie. Ich mach so viele Kills einfach nur mit Kartoffelminen, das ist krank. Alter.
drei Schüsse ab mit dem fast tot, ey. Oh man, diese scheiß gespawnten Zombies regen mich so auf. Ich hätte gerade so schön die alle von hinten wegholen können, aber nein, die gespawnten Zombies natürlich so schön, wie sie programmiert sind. Sehen sie mich, obwohl ich hinter ihnen stehen, drehen um und holen mich. Sechs Abschussserie, Alter. Ja, komm mit einer Erbse. Was macht er mit einer Tarnkaktus im Nahkampf? Schieß doch! Boah, ich drück doch schon die ganze Zeit Schuss. Da unten kämpft wieder Mr. Z4. So, komm schon, Mr. Z4. Das ist dein Ende. Und du runtergesprungen bist. Ja, ich wollte ihn eigentlich von hinten holen. Aber da waren dann schon mehr, die ihn holen wollten. Ja, genau da stand ich auch, wo du stehst jetzt. Da konnte ich die alles so schön von hinten holen, aber nein, dann die gespawnten Zombies natürlich wissen, dass ich da sitze, drehen um und gehen alle auf mich. Oh man, es ist einer neben mir. Hoffentlich rennt er jetzt gleich noch in meine Mine. Nein, tut er nicht. Jetzt haben sie mich entdeckt. Ja, aber 9 Sekunden, Alter. Jetzt einfach nur noch Garten zumachen. Ich bin mit einer Drohne hier. Gleich kommt der Meisteranschlag raus. Und dann ist eh vorbei, wenn der Meisteranschlag raus ist. Ja, komm. 9er Serie gehabt, Alter. 10.000 Münzen beim 4. Garten, da kann sich sehen lassen. Best Man, Meister Kills, Vorlagenmeister. Meine Serie war okay. Abschluss der Mikro 4844 auch, 9. Ja, ich habe 8. Aber ich finde 8 ist für mich mit der Tankaktier eigentlich ziemlich gut. Und an der Stelle kaufe ich noch schnell ein Legends of the Lawn für die nächste Challenge, die ihr demnächst auch sehen werdet. Aber dafür werden wir wahrscheinlich noch ein paar Runden spielen müssen. Und bis dahin, Leute, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.